Zum vierten Mal greift also eine österreichische Mannschaft zum Pokalsieg, zu einem Finalsieg in einem europäischen Spitzenbewerb. Ob der historische Erfolg, auf den unser Fußball 40 Jahre gewartet hat, endlich gelingen wird, man spürt es direkt hier im König-Baudouin Stadion. Die Spannung wird schier unerträglich vor den kommenden 90 oder 120 Minuten. Sie können sich aber jetzt bequem zurücklehnen und genießen Sie noch einmal die Höhepunkte des Pokalsiegerfinales Paris Saint-Germain gegen Rapid Wien. Um Punkt 20.11 Uhr führt der italienische Schiedsrichter Pairetto die beiden Mannschaften aufs Feld. Und vor knapp 40.000 Zuschauern wird von Beginn an um jeden Zentimeter gekämpft. Marasek. Bravo. Carsten Janka erstmals. Da hat Heraf jetzt einen Schlag abbekommen von seinem Gegenspieler, unbemerkt vom Schiedsrichter von Colletier, von der Nummer 3. Stöger. Noch immer Stöger. Erste gefährliche Aktion in diesem Spiel durch Rapid, und zwar durch diesen Mann, durch Peter Stöger. Schön gemacht. Völlig überraschend geschossen von Djorkaeff, aber sehr gut reagiert von Michael Kons. Djorkaeff ist ein sensationeller Fußballer, der jederzeit für ein Tor gut ist, und das hat man jetzt auch gesehen, der fackelt nicht lange umeinander. Schießt aufs Tor, wobei der Deli den Ball sehr stark weitergeben hat mit Kopf. Kuki hat diesen Zweikampf gewonnen, aber wird zurückgekommen. Es ist immer dieselbe Diskussion beim Freistoß, Djorkaeff oder Gotti. Wenn wir schauen, was man. Und natürlich sind Gotti dabei, verfügt über einen wirklich scharfen Schuss. Da war er, und 1:0. Der war Pech, der Ivanov war drauf mit dem Fuß und hat ihn durchlassen. Da ist der Tormann machtlos. Ich glaube, er hat damit gerechnet, dass der Ivanov den Ball abwehrt. Leider hat er nicht erreicht, und für den Konzel war es sehr schwer. Das waren sicherlich 30 Meter. Ngoti, der über diesen extrem scharfen Schuss verfügt, bringt Paris Saint-Germain mit 1:0 in Führung. War sicherlich ein vermeidbares Tor. Hier noch einmal. Ivanov deutet an, dass er den Ball spielt, lässt ihn durch, und Michael Konsel lässt sich da überraschen. Vielleicht ist auch ein Fehler gewesen, im Nachhinein ist immer gescheit reden, aber wenn man weiß, dass ein Godia so einen scharfen Schuss hat, wäre es schon besser, wenn man sogar mehr Mann in die Mauer gibt. Abgefälscht noch, möglicherweise. Ich glaube, es war Schöttl, der den Ball abgefälscht hat. Schöttl hat dem Ball noch eine andere Richtung gegeben. Das war erst jetzt in dieser Zeitlupeneinstellung zu erkennen. 1:0 also für Paris Saint-Germain durch diesen Treffer von Ngoti in der 29. Minute. Der KF. Offside. Offside. Nein, ganz klar Offside. Gibt der Schiedsrichter. Und Schöttl vor Valdes. Also Applaus von Luis Fernandez für diese Aktion, aber wir glauben, dass vorher schon abseits war, und zwar von Djorkaeff. Super gemacht vom Stöger, Peter, und gleich muss in die Mitte flanken. Ja, ja, das wäre jetzt was. Marasek. Ja, das war zum Haare raufen. Das war ein Beispiel, wie es vielleicht in der zweiten Halbzeit klappen könnte, dass man über die Seiten probiert, die zwei langen vorne, Stumpf und Janka, in Szene zu setzen, und hoffentlich wird es der Fall sein.
Das Resümee der ersten 45 Minuten fällt kurz und schmerzlos aus. Paris ist eine europäische Spitzenmannschaft, das sieht man heute deutlich. Mit Barisic statt Stumpf will Rapid diese Spitzenmannschaft nach der Pause mehr unter Druck setzen. Zunächst vergeblich. Ui. Eine ganz große Möglichkeit ausgelassen von Valdez, nachdem Tschurkaev aufgelegt hatte. Gott sei Dank. Da ist Rapid jetzt ganz knapp am zweiten Verlusttreffer vorbeigeschrammt. Gott sei Dank hat er aus der Situation nicht mehr gemacht. Ich glaube, er hätte gleich mit dem Kopf abschließen müssen. Der Situation. Ist ja ein bisschen ausgerutscht. Gugi hat da den Ball verloren. Tschurkaev. An die Stange. Juri Tschurkaev. Hat das da super gemacht, 1 gegen 1, dann mit Ivanov. Gleich geschossen, war ein unnötiger Ballverlust vorher im Mittelfeld, was aber in jedem Spiel einige Momente alle folgen. Nach rund einer Stunde die stärkste Phase der Hütteldorfer. Kübauer. Super Pass am Schröger. Sehr gut weitergespielt, jetzt gleich die Flanke. Ganz ähnlich ist das Tor in Rotterdam passiert. Herab! Schade drum. Das wär's gewesen. Super Aktion von Rapid. Und jetzt wacht auch der Rapid-Anhang wieder richtig auf. Kübauer, Stöger, Marasek, dann die weite Flanke. Und Herab ist ein exzellenter Kopfballspieler. Aber diesen Ball trifft er nicht ganz richtig. Kübauer. Lama, Herab! Nein, ist zu weit. Leider. War zu super. Weit. Super gemacht, gleich geschossen. Gleich den Heber probiert und aber leider war zu weit. Der Linienrichter hatte auch gleich abseits angezeigt, eigenartigerweise. Schauen wir uns das noch einmal an. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber bitte. Carsten Janker ist vielleicht vorne gestanden, aber das wäre ja ein absolutes, passives Abseits gewesen. Loco. Na, es ist so, dass Rapid sicher mehr vom Spiel hat jetzt, aber die Franzosen eigentlich um einiges gefährlicher sind, weil es speziell 1 gegen 1 der Loco und der Tschurkaev unheimlich stark sind und immer wieder zur Chance kommen. Konso, jetzt hat er mal Platz. Janka. Er wäre die richtige Anspielstation jetzt. Ist es auch, ja, geht's ja aus. Barisic, Stöger, noch immer Stöger. Er hat und kurz jetzt überlegt. Hat der Schiedsrichter gepfiffen. Allerdings Foul gegen Rapid. Und eine gelbe Karte für Peter Stöger. Abseits wird angezeigt. Wieder 3 gegen 1. Diese Entscheidung war meiner Ansicht nach falsch. Ah, jetzt schon einige Entscheidungen, ohne übertrieben patriotisch zu sein, die hier gegen Rapid gegeben wurden und die absolut nicht korrekt waren. Aber jetzt noch einmal. Die Franzosen. Wieder weg. Wieder zu weit. Ja, seit er immer noch vorne spielt, ist hinten natürlich offene Tür und die Franzosen sind jetzt eigentlich 3-4 Mal sehr gefährlich vorkommen, wobei man bei 1 Mal streiten kann, ob es abseits war oder nicht. Vollversammlung der Franzosen jetzt vor dem eigenen Strafraum. Vor Carsten Janka haben sie noch gehörigen Respekt, noch immer. Herab! Ivanov! Hätte sich fast bezahlt gemacht, dass er im Angriff spielt. Noch einmal ein Eckball für Rapid. Jetzt sind alle im gegnerischen 16er. Auch der Konzel Michel kommt aus dem Tor aus, er geht bis zur Mittellinie, aber ich glaube, er bleibt auch hinten. Die reguläre Spielzeit ist vorbei. Er pfeift ab, es ist vorbei. Und jetzt ist das Spiel aus. Paris Saint-Germain
gewinnt gegen Rapid in Brüssel mit 1:0. Wie oft haben wir diesen Gegensatz zwischen Triumph und Trauer schon miterleben müssen? Selten hat er so wehgetan. Rapid scheitert also am großen Ziel. Doch die Mannschaft hat den österreichischen Fußball in diesem Finale würdig vertreten. Eine Tatsache, der auch die 12.000 Fans Respekt und Anerkennung zollen. Die Medaille der UEFA, ein schwacher Schlussstrich hinter einer unglaublichen Europacup-Saison mit Geschichten, wie sie nur der Fußball schreiben kann. Und wer solche Fans hat, der braucht auf eine Fortsetzung der grün-weißen Erfolgsstory sicher nicht lange warten. Über die Fans braucht man kein Wort verlieren. Ich glaube, das sind die besten Fans von Europa, wie es unser Blutsprecher schon gesagt hat. Und das meine ich jetzt nicht im Spaß oder nur so als leere Phrase, das ist wirklich so ernst gemeint, weil man hat deutlich gesehen, wir waren 1-0 hinten vor der 20. oder 25. Minute und die haben uns total unterstützt und ich bin wirklich stolz, dass ich bei dem Verein spielen darf und dass wir solche großartigen Fans haben. Großartige Stimmung natürlich auch bei den französischen Fans. Paris Saint-Germain gewinnt als an diesem Tag bessere Mannschaft verdient den Europapokal der Pokalsieger. Geradezu unvorstellbar, was sich hier bei einem Erfolg der Rapidler abgespielt hätte. Standing Ovations, obwohl so manchem eher zum Heulen zumute ist. Heute ist einfach nur scheiße, ehrlich, Entschuldigung, aber ich fühle mich im Moment so scheiße, weil wir das Ding vergeigt haben. Brüssel ist Geschichte. Jetzt geht es darum, aus den Erfahrungen zu lernen. Ja, ich sehe eine Chance, dahin zu kommen, nur muss halt da ganz Rapid mitspielen. Nicht nur die Mannschaft, sondern auch der Club. Und auch unsere Zuschauer, unsere Anhänger, sie müssen aktiv eingreifen in den Verein. Das heißt, sie müssen den Verein, es muss jeder seines dazu beitragen. Sie müssen sich engagieren mit einem Abo oder ein Mitglied werden. Und der Verein muss die Infrastruktur so ausbauen, dass sich diese Mitglieder und Abonnenten auch wohlfühlen. Und wenn es Rapid gelingt, genauso viele Leute auf die Beine zu bringen, und wenn es wem gelingt, dann ist es Rapid, dann können wir vielleicht in absehbarer Zeit auch mit diesen Mannschaften mitspielen in Europa. Wenn alle mithelfen, dann geht vielleicht schon beim nächsten Mal der Pokal nach Hütteldorf.